E-Smog. Elektronischer Smog. Durchgeführt wurde dieses Projekt von den beiden vierten Klassen der Hauptschule Wullersdorf in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Zentrum für Umweltmedizin im Zeitraum vom 19. September bis zum 9. Oktober 2012. Vier Arbeitsgruppen beschäftigen sich mit dem Thema E-Smog. Wir sind die Experten! Die Experten arbeiten unter fachlicher Anleitung mit technischen Messgeräten und entdecken damit verschiedene Strahlungsarten. Wir sind die Checker! Die Checker machen sich Gedanken über die gesundheitlichen Auswirkungen des Handygebrauchs. Sie recherchieren auch im Internet und überlegen sich Vorsorgemaßnahmen. Wir sind die Kreativen! Die Kreativen machen sich Gedanken über das Kommunikationsverhalten des modernen Lebens und den zunehmenden Einfluss von Handy und Internet. Wir sind die Journalisten! Die Journalisten führen Interviews durch, befragen Jugendliche und Erwachsene anhand eines Fragebogens zum Thema Handygebrauch und werten diese Ergebnisse aus. Unruhezustände durch Elektrosmog. Elektrosmog kann durchaus eine Ursache für Unruhe und Nervosität sein. Man steht sozusagen permanent unter Strom. Und das nicht im übertragenen Sinne, sondern in der Wirklichkeit. Was haben Sie schon zu den gesundheitlichen Auswirkungen vom Mobilfunk gehört? Nun, dass sich die Strahlen negativ auswirken auf Körper und Psyche, wenn man das immer bei sich trägt. In welcher Situation haben Sie Ihr Handy wirklich schon dringend gebraucht und warum gerade hier? Ja, da ging es um das Leben eines Kindes, ja? Und mit Hilfe dieses Handys konnte die Rettung und der Notarzt verständigt werden. Und ja. In diesem Fall war es wirklich ganz, ganz lebensnotwendig, dass hier rasch Hilfe geholt werden konnte. Ich hatte eine Autopanne und war sehr froh, dass ich dann innerhalb kürzester Zeit mit meinem Mann verständigen konnte, der mir dann auch geholfen hat. Da war es sehr hilfreich. Ein Navigationsgerät, das glaube ich in einer fremden Stadt, das findet man direkt raus und alles Mögliche zum Beispiel. Oder man kann sich alle möglichen Informationen aus dem Handy schnell holen. Ne? Wo stört es Sie, wenn andere mit dem Handy telefonieren, beziehungsweise warum gerade in dieser Situation? Ja, stört wird das auf alle Fälle ganz speziell bei uns in der Bank, wenn man Kundengespräche hat. Also beziehungsweise in öffentlichen Institutionen, Kirchen, Museen, also da stört mich, wenn das Handy läutet. Also mich stört das sehr, wenn im Rahmen von Besprechungen oder Kulturveranstaltungen oder in der Kirche zum Beispiel da das Handy klingelt. Ich finde, das gehört da nicht hin. Je stärker man das Thema zurücktritt, desto stärker wird das elektrisch. Jetzt ist es sehr hoch. Ja, und desto höher man dreht, desto weiter geht's runter. Wenn die Lampe voll aufgedreht ist, ist das elektrische... Fällt der Pegel auf 700 oder noch weiter oben. Das kann man da nicht wirklich passieren. Ich bin drinnen. Ich hab... So, jetzt WLAN bitte. Das ist WLAN jetzt.
Und es ist jetzt von Handy zu Handy verschieden. Manche Handys senden WLAN-Signale öfter, so Statusmeldungen, manche weniger oft. Können wir mal kurz warten? Ja, also sehen die circa alle 30 Sekunden mal kurze Signale aus. Und deswegen sollte man sie im Abdrehen. Ja, dann muss man das nicht an. Und wenn es nervös ist, wenn man das nicht versichert oder was dann nicht macht, das ist häufig außer untersucht, weil es Alkoholiker oder auch nicht nikotinabhängig ist oder sonst was. Und das kommt beim Handy immer mehr. Manche können, haben es unter dem Kopfpolster liegen, weil sie ganz einfach glauben, sie brauchen es in der Nacht auch, was eigentlich eher Unsinn ist. Also, Herr Fahrer, haben Sie ein Handy? Ich habe ein Handy, aber ich habe es nicht eingeschalten. Und ich habe nichts gegen Handys, aber ich bin in einer Generation, wo das Handy nicht so viel bedeutet. Ich habe es auch noch nie so wirklich gebraucht. Mir ist es lieber, wenn ich in die Bibliothek gehe, meine eigene Bibliothek und ein Buch in die Hand nehme und dort etwas nachschaue. Da fühle ich mich sicherer. Okay. Das mit dem Transformator ist so, dass der ein relativ starkes Magnetfeld erzeugt, das aber nur relativ kurz wirkt. Das heißt, einen halben Meter weit, dann ist er meistens auf der sicheren Seite. Elektrosmog verursachter Stress schadet jeder Körperfunktion. Auch unterschwelliger Stress kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und den Blutdruck erhöhen. Das kann wiederum zu Schlaganfällen oder Herzerkrankungen führen. Das gesamte Immunsystem wird so geschwächt. Schwingungen pro Sekunde sind 100 Kilohertz. 100.000. Haben Sie schon einmal von Gewaltvideos gehört, beziehungsweise sind Sie schon einmal in Kontakt damit gekommen? Von Gewaltvideos habe ich schon oft gehört, aber in Kontakt damit bin ich Gott sei Dank noch nicht gekommen. Ich weiß aber, dass es eine große Gefährdung, besonders für so manche Jugendliche ist. Also ich habe gehört davon, bin Gott sei Dank noch nicht in Kontakt damit gekommen, habe aber schon immer Bedenken, dass für die Kinder oder Jugendliche da ein sehr leichter Zugang ist. Meine Meinung ist, das sollte auf diesen Medien kein Thema sein, das sollte man sperren. Da sind jetzt alle drinnen, also alle Altersgruppen, wo sie alt sind, wo es dann praktisch sieht, ja, was, wen habt ihr befragt vom Alter her? Vom Handybesitz, ja, die meisten haben ein Handy, das ist normal so. Dann wie oft wir telefoniert? Mehrmals täglich, meistens öfters eben. SMS stellt sich ziemlich auf, also da habt ihr eine schöne Drittelung. Wir reden heute über magnetische Felder, welche die eine Nano-Tesla haben. Und magnetische Felder stellen eine Art des Elektrosmogs dar. Ja, die Folgen, was man dagegen tun kann, ist ziemlich leicht. Man könnte sich einfach so ein Beispiel legen. Das man, bevor man schlafen geht, immer abschaltet. Somit fließt dann kein Strom mehr und man kann es auf ein Minimum beschränken. Eine Frage hätte ich noch an dich. Wie kann man eigentlich den Elektrosmog meiden? Einfach Abstand halten oder gleich ausschalten, die Geräte. Und dazu wollen wir euch noch was zeigen mit dem Gerät. Ja. Also dann jetzt mal an. Wenn man regelt, wird man fast deutlich, dass das nicht so laut ist, als wenn es wäre. Und umso weiter man sich entfernt, umso leiser.